Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Auflösung unserer sechsten Coding-Challenge. Mann, sind wir schon weit. Und ja, dieses Mal ging es darum, eine Zahl, die ihr vom Server bekommt, in einen Binärstring umzuwandeln. Eigentlich ein relativ simpler Job, sage ich jetzt mal. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Also ich meine, es ist super simpel, wenn man einfach die vorgefertigten Mittel von Python nutzt. Allerdings natürlich ein bisschen umständlicher, wenn man das Ganze nicht machen möchte. Und speziell für die Leute, die sogar C benutzt haben, oder C++, glaube ich, war es sogar auch dabei, da musste man, wobei bei C++ weiß ich nicht, aber bei C muss man das, soweit ich weiß, alles von Hand machen. Ja, schauen wir uns also mal ganz kurz die Lösung an. Beziehungsweise schreiben wir uns die Lösung. Und zwar muss ich hier als erstes mal natürlich das hier löschen, damit wir nicht die fünfte Challenge lösen. Und das kopiere ich jetzt einfach auch mal wieder hier. Ja, wie schon angekündigt, will ich alles schön modular halten. Das heißt, man muss irgendwie sich nur wirklich in die Funktion einlesen, die zum Lösen der aktuellen Challenge nötig ist und in sonst nichts. So, was sind diese beiden URLs? Naja, da kriegen wir die Challenge her, da schicken wir die Lösung hin. Damit kriegen wir die Challenge, ganz normaler Stuff, das wird gelöscht, das ist sozusagen die Berechnung unserer Lösung, das brauchen wir auch noch nicht, das hier brauchen wir auch nicht. So, wunderbar, und damit schicken wir das Ganze einfach an unseren Server. So, und ja, jetzt haben wir die super einfachste Lamer-Lösung sozusagen, denn die war wirklich, wirklich einfach in Python, aber wie gesagt, ihr solltet das auch bitte, bitte selber schreiben, damit es auch irgendwie Sinn macht. Okay, wir bekommen vom Server natürlich erstmal einen String zurück. Das müssen wir umwandeln in einen Integer. Das mache ich jetzt tatsächlich mal hier oben. Mein Task besteht sozusagen aus, konvertiere in einen Integer, und zwar resp.text. Das war kein JSON oder sowas, war einfach ganz normaler Text, was wir hier bekommen haben. Das können wir hiermit umwandeln. So, und ja, jetzt konnte man das ganz simpel einfach mit bin in Binärformat umwandeln. Achtung, ich werde natürlich nachher auch noch die richtige Lösung vorstellen. Und zwar mit, achso, halt, nee, das haben wir ja schon umgewandelt, Task. Und was man jetzt allerdings hier zurückbekommt, ist, man hat am Anfang 0b, also der String fängt an 0b, damit man weiß, dass es Binärformat ist, und dann halt irgendwelche Binärsachen. Das wollen wir natürlich nicht haben, deswegen sagen wir hier, wir wollen ab dem zweiten Buchstaben alles, das heißt 2 bis Ende wollen wir haben, und dann können wir das Ganze eigentlich schon so schicken. Achtung, das muss natürlich hier solv 6 heißen, und wir geben hier einfach mal solv, das ist immer ganz unten stehen muss. Gut, ja, und wenn wir das machen, kriegen wir natürlich direkt ein Success zurück. Das ist aber super lame, denn wir wollen das Ganze auch selber schreiben. Und dazu machen wir das hier direkt mal wieder weg, wobei ich kann es auskommentieren für die Leute, die das trotzdem vielleicht noch interessant finden. So, wie berechnen wir denn jetzt unsere Lösung? Naja, ganz einfach, wir sagen, wir definieren uns wieder mal eine Funktion. Ich mache das wieder hier drin, das fand ich irgendwie letztes Mal ganz angenehm. Und zwar nennen wir die einfach int2binary, das ist die Kurzschreibweise dafür. Ups, logischerweise kein Plus. So, jetzt erstmal der Spezialfall, wenn wir hier 1 drin haben, also wenn i 0 ist, dann müssen wir direkt was machen, denn, ja, ihr werdet es gleich sehen, warum. Dann geben wir einfach direkt 0 als String zurück. Das ist sozusagen unser Spezialfall, der abgefangen werden muss. Ansonsten gehen wir davon aus, dass alles gültig ist. Und danach sagen wir, wir definieren uns erstmal einen String, ganz normal. Und jetzt passiert ein bisschen Magie. Und das finde ich eine ziemlich schöne Art und Weise, wie man das Ganze umwandeln kann. Wir sagen jetzt hier einfach while i, weil i Integer und so, ne? While i, das heißt, solange der i größer ist als 0, das impliziert eigentlich while i, sagen wir jetzt, und jetzt machen wir binäre Operationen, das funktioniert übrigens in C wunderbar genau gleich. Die kennt man vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt, aber die finde ich super praktisch, speziell für diese Lösung. Das heißt, wir machen ein logisches und mit 1. Wenn das 1 ist, dann sagen wir, es ist gleich, also unser String hat eine 1 vorne dran plus s. Ich erkläre gleich, warum wir s jetzt hinten dran wieder hängen und nicht vorne dran. Ansonsten ist s gleich 0 plus s. Und dann wollen wir hier i gleich i durch 2 schreiben.
und dann anschließend i zurückgeben. Quatsch, natürlich nicht i, s zurückgeben. So, jetzt, was passiert hier? Ich mache jetzt mal ganz kurz ein Beispiel. Wenn unsere Zahl, nehmen wir einfach mal 8. 8 ist in binär 1, 0, 0, 0. Das ist binär dafür. So, jetzt sagen wir hier, wenn wir 1 da drauf unten, also wenn wir es wirklich binär drauf unten, dann überprüfen wir, ob hier hinten auch eine 1 ist. Also ob in unserer Zahl sozusagen eine 1 an der hintersten Stelle im Binärformat drinsteht. Das machen wir hiermit sozusagen mit diesem und 1. Wenn das gleich 1 ist, dann hängen wir an unseren String eine 1 dran und den restlichen String hinten dran. Warum das kommt, mache ich gleich. In unserem Fall wird jetzt hier natürlich keine 1 rauskommen, weil wir haben ja hier 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, genau. Und dann kommt also hier eine 0 dran. Das heißt, unser String besteht am Anfang aus 0. Das mache ich jetzt gerade mal hier unten hin. Wobei, wir machen es hierher. Also, unser erster Durchlauf ergibt offensichtlich hier ein Else. Also, wir sind im Else-Zweig und wir kriegen hier eine 0. Das heißt, wir haben 0. So, und jetzt teilen wir i durch 2. Was dadurch passiert, ist im Binärbaum oder im Binärast kriegen wir hier einfach eine 0 weg. Und zwar die hinterste 0. So, und jetzt passiert nämlich wieder das Gleiche. Wir überprüfen, ist hier eine 1 drin? Nein, also hängen wir wieder eine 0 vorne dran. Wir teilen wieder durch 2, haben dann hier 1, 0 stehen, überprüfen wieder, ja, ist hier eigentlich eine 0 drin? Nö, also vorne dran. Wieder eine 0 dran packen. Und jetzt ist die vorderste Zahl, haben wir hier einfach überprüft, haben wir hier eine 1, 1 und 1 ist offensichtlich gleich 1, also sagen wir ja, okay, also packen wir die 1 vorne dran und teilen wieder durch 2 und damit sind wir bei 0 und damit ist das hier auch nicht mehr true, sondern false und wir sind fertig und geben das hier zurück. So, und das ist die magische Lösung hier, sag ich mal. Mit diesen Binäroperationen kann man wirklich viel in der Richtung machen und die sind auch unglaublich schnell, weil, ja, irre schnell einfach. Genau, und dann machen wir hier einfach ein int to binary und zwar von task. Klar, und jetzt lassen wir das einfach nochmal kurz laufen, überprüfen, ob wir auch alles richtig gemacht haben. Ah, verdammt, okay. Achso, ja, richtig. Ich wollte das noch fixen, habe ich aber irgendwie vergessen. Und zwar gibt es dafür noch eine elegantere Lösung, als durch 2 zu teilen. Wie ihr seht, ist das auch überhaupt nicht korrekt. Da passieren tatsächlich falsche... Also, okay, erst einmal, was passiert hier? Warum komme ich hier zu einem Fehler? Das ist mega interessant zu beobachten jetzt. Und zwar, wenn man hier nämlich durch 2 teilt, dann wandelt Python automatisch den Typ um. Und ihr habt danach einen Float in der Hand, keinen Integer mehr. Das heißt, was ihr machen müsst, ist als erstes mal... Int. Achtung, wird immer noch nicht funktionieren. Und jetzt passiert nämlich was mega, mega Spannendes. Wir bekommen Error zurück. Warum kriegen wir Error zurück? Passiert folgendermaßen. Ich zeige es euch tatsächlich einfach mal. Und zwar wollen wir den Task ausgeben. Die Zahl Task ist eigentlich völlig egal, was hier drin steht. Ne? Wir wollen auf jeden Fall Int to Binary zurückgeben. Das ist das, was falsch ist. Und wir wollen... das hier oben, das ist ja offensichtlich unsere Referenz, weil die ist korrekt. So, und jetzt vergleichen wir das tatsächlich mal. Wir kriegen hier hinten tatsächlich einige Bytes als Fehler. Ja, warum das passiert, ist ein bisschen komplex und ein bisschen bescheuert auch. Aber was man dagegen machen kann, ist, man macht hier nicht diese Floor-Operation, also dass man runterrundet sozusagen oder abrundet wieder, sondern man macht auch hier eine Binär-Operation. Das heißt, wir shiften jetzt unser Bit, anstatt dass wir durch 2 teilen. Also wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf unser Beispiel mit 8 zurückkommen darf, das war 1, 0, 0, 0. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eigentlich versucht, das ganze Ding hier sauber zu kriegen und immer noch eine 0 zu löschen. Was wir jetzt machen ist, wir shiften um genau eine Stelle. Das heißt, wir machen hier aus diesen 1000 oder Dezimal 1000, 1000, machen wir eben 100, indem wir das Ganze eine Stelle nach rechts shiften. Also vorne dran müsst ihr euch überlegen, sind sehr, sehr viele Nuller und jetzt stand hier eben das. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen, ha, pack doch eine 0 vorne dran. Und pack noch eine 0 vorne dran und so weiter und so fort. Und genau das machen wir, indem wir hier auch eine Binäroperation statt diesem Teilen machen.
fand ich sehr, sehr interessant, dass das hier passiert ist. Gut, dass ich da nochmal den Fehler hatte. Genau. X wird geschiftet um genau eine Stelle. Y wird geschiftet um genau eine Stelle. Und ja, dann probieren wir das Ganze nochmal und kriegen jetzt plötzlich Success zurück. Und das können wir jetzt so oft laufen lassen, wie wir wollen. Wir kriegen eigentlich immer einen Success zurück, außer der Server schmiert gerade ab oder sonst irgendwas. Ja, ziemlich interessante Variante hier das Ganze und ich hoffe, ihr konntet auch wieder was lernen. Ich weiß, die Bitwise-Operatoren habe ich zumindest in Python nicht so ausführlich behandelt, aber die gibt es eigentlich in jeder Sprache. Und ja, eine ziemlich coole Sache auf jeden Fall, vor allem, dass das Ganze hier als Integer einen Fehler gegeben hat, fand ich auch sehr faszinierend. Aber wie gesagt, das liegt an dem Hin- und Her-Konvertieren zwischen Float und dann wieder Abrunden und so weiter und so fort. Genau. Und das war's wieder von meiner Seite. Ihr seid natürlich wie jedes Mal herzlich eingeladen, euren Code, eure Laufzeit zu teilen hier unter diesem Video und natürlich mir euer Feedback dazulassen, damit ich auch eventuell was verbessern kann oder verschlechtern kann oder verschlimmbessern kann oder einfach was anders machen kann. Genau. Und ja, dann war's das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.